Liebe Marina, schön, dass es geklappt hat. Ich begrüße dich. Du bist in Indonesien im Homeoffice und kannst uns heute vieles erzählen. Wie schaut die Situation vor Ort aus? Du arbeitest als Nachhaltigkeitsmanagerin, arbeitest mit Produktionsbetrieben. Was ist denn so aktuell los bei euch? Ja, hallo. Vielen Dank für den Anruf. Vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Genau, ich bin momentan noch vor Ort in Indonesien, arbeite hauptsächlich in Indonesien und Bangladesch. Die beiden Länder sind unterschiedlich schwer betroffen zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Hier in Indonesien ist es im Moment noch ganz okay. Es war natürlich für alle erstmal so eine Art Schockstarre. Und dann natürlich auch ein bisschen ein Panikverhalten, um zu sehen, wie geht man mit der Situation um. Mittlerweile haben sich die meisten Fabriken ganz gut gefunden in der neuen Situation, soweit man von gut sprechen kann. Das Gute an Indonesien ist, dass die Lieferkette relativ breit aufgestellt ist. Also, dass man vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt alle Lieferschritte abdeckt. Das heißt, man hat Ressourcen im Land, man hat nicht solche Abhängigkeiten von Importen aus anderen Ländern und konnte die Lieferkette relativ stabil halten. Natürlich sind auch hier ganz, ganz viele Ordern weggefallen. Ich habe mit vielen Fabriken gesprochen. Ich selber kann im Moment nicht reisen, seit mittlerweile einem Monat. Aber natürlich bin ich in engem Kontakt mit allen Fabriken, mit denen ich arbeite. Und da sind schon einige Aufträge auch weggefallen. Einige haben besonders am Anfang profitiert davon, dass China geschlossen war und viele Brands in Ländern, wo noch kein Lockdown war, beziehungsweise wo das Geschäft noch Business as usual war, ziemlich zeitnah ihre Produktion aus China abgezogen haben und dann in nahegelegene Länder wie Indonesien platziert haben. Das heißt, sie sind sogar am Anfang mehr Aufträge reingekommen. Jetzt sieht man, dass relativ viele Fabriken umstellen auf die Produktion von Schutzbekleidung und Masken, die ja überall Mangelware sind, auch hier. Genau, und dadurch, dass die Lieferkette so breit aufgestellt wird, sind natürlich auch die textilproduzierenden Betriebe immer noch im Dienst. Jetzt wird natürlich viel Spunbound-Material benötigt für die Schutzbekleidung, für die Ganzkörperschutzanzüge zum Beispiel. Da ist relativ viel Produktion am Laufen. Ja. Wie schaut es in Bangladesch aus? Ich denke, da ist ja auch die Lieferkettensituation nochmal eine andere. Ja, ich habe gestern erst mit einem Kollegen telefoniert, der Szenarien dargestellt hat, die wirklich absolut schockierend sind, die wir auch so gar nicht aus den Medien zu greifen bekommen. Natürlich ist ja auch viel Presse abgereist aus den Ländern und man kriegt nicht alles so mit, was passiert. Bangladesch ist natürlich sehr, sehr kritisch, weil der Schwerpunkt der Produktion nur auf den Endschritt, auf dem Endschritt liegt, auf der Garmentproduktion. Und das ist natürlich direkt in Abhängigkeit von den Modeunternehmen, die jetzt ihre Ordern gecancelt haben, beziehungsweise laufende Produktion gestoppt haben, Produktion, die bereits produziert waren, nicht mehr abnehmen. Die Fabriken bleiben auf ihren Kosten sitzen. Bangladesch selber ist momentan im Lockdown. Der wurde nochmal verlängert jetzt, um knapp weitere 10 Tage, glaube ich. Das heißt, die Fabriken sind alle geschlossen, unabhängig davon, ob überhaupt noch Ordern bestehen oder nicht. Und gerade in Bangladesch, in einem Land mit einem Low-Income-Country quasi, wie es bezeichnet, ist das ein sehr, sehr kritischer Zustand. Viele, viele Arbeiter sind in totaler Panik. Es kommt kein Einkommen mehr rein. Und in solchen Ländern muss man natürlich auch bedenken, dass jeder, der arbeitet, noch bestimmt viele Menschen mit ernährt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, es sind im Moment 4,1 Millionen Menschen schon beeinflusst davon, dann ist ja die Zahl, die tatsächlich beeinflusst ist, negativ von den Auswirkungen noch wesentlich höher. Und ja, mein Kollege hat mir gestern berichtet, dass tatsächlich Arbeiter versucht haben, Fabriken zu stürmen, um in die Fabriken zu kommen und anfangen zu arbeiten und einfach die Situation nicht akzeptieren möchten oder können. Einfach aus Panik, dass kein Geld mehr da ist, keine Arbeit da ist. Also wirklich totale Horrorszenarien. Und ähnlich stark betroffen sind natürlich Myanmar und Kambodscha auch, Länder in der Umgebung von Bangladesch, die quasi ähnlich ihre Lieferketten aufgestellt haben in den Ländern, also vor allem die Garmentproduktion abdecken. Ich habe vor kurzem mit einer Vertreterin der Clean Clothes Kampagne gesprochen und die sagt, es
darf nicht passieren und da muss auch die Textilindustrie ihr Hauptaugenmerk drauf legen, dass diese Krise wirklich auf Kosten der Letzten in der Lieferkette, auf Kosten der Schwächsten geht. Du hast jetzt unterschiedliche Länderszenarien dargestellt. Denkst du, dass es all along aber doch auf Kosten der Schwächsten gehen wird? In diesen Ländern gibt es ja auch kaum Arbeitssicherheitsgesetze, keine sozialen Möglichkeiten beziehungsweise auch finanzielle Unterstützung für diese Leute. Denkst du, es geht auf Kosten der Schwächsten diesmal wieder? Ja, es zeichnet sich leider schon zu ganz Beginn dieser Krise ab, dass genau das leider passieren wird oder auch schon passiert. Ja, es ist ziemlich tragisch. Also es ist vor allem auch tragisch, wenn man schaut, wie Modeunternehmen reagiert haben, wie schnell sie im Prinzip schon auf Stopp gegangen sind für Ordern, für Produktionen und auch Produktion, laufende Produktionen nicht mehr abgenommen haben oder bezahlt haben. Leistung, die bereits vertraglich vereinbart war und erbracht wurde, nicht mehr vergüten. Und das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass ja die meisten Modeunternehmen in Ländern platziert sind, wo natürlich Sozialsysteme diese Firmen wahrscheinlich abfangen werden, beziehungsweise auch deren Arbeitnehmer abfangen werden, was wir in Entwicklungsländern und Schwellenländern nicht sehen. Und natürlich in Ländern wie Bangladesch ist kein Sozialsystem vorhanden, das die Arbeiter abfängt. Also da hat man wirklich von Tag 1 kein Einkommen mehr und auch keine finanzielle Unterstützung. Und das ist sehr, sehr kritisch. Also man kann wirklich schon von einer humanitären Krise sprechen im Moment. Und das nach nur so wenigen Wochen, was wirklich fatal ist und auch einfach schockierend ist, dass unsere Industrie dermaßen ungesund aufgestellt ist, dass so eine Imbalance ist von Machtverhältnissen. Und die Frage ist auch, wie kann das sein, dass Modeunternehmen, die vertraglich gebunden sind an ihre Produzenten, so agieren können? Wie kann das sein, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Und ich frage mich auch, im Moment höre ich relativ wenig Statements von Zertifizierern und Initiativen und überhaupt länderübergreifende Konventionen, die ja unterschrieben wurden von den verschiedenen Produktionsländern, wie damit umgegangen wird, weil im Prinzip sind das ja alles Rechtsverstöße und Verstöße an der Menschlichkeit. Und ich denke, da werden wir noch einiges sehen in den nächsten Wochen, sobald sich alle gefunden haben und definiert haben, wie man auch damit umgehen kann und muss, weil solche Handhabung darf man nicht durchgehen lassen. Also das ist einfach absolut unmenschlich, was gerade passiert und dass so wenig Leistung gebracht wird von den Modeunternehmen, die ja den höchsten und größten Profit in der ganzen Lieferkette erwerben. Denkst du, gibt es eine Chance für nach Corona, dass das ein oder andere umgestellt wird, dass man vielleicht auch mehr Richtung zirkulare Systeme geht, dass sich auch die Produktionsbetriebe vielleicht anders aufstellen, besser absichern? Wie schätzt du das ein? Ja, ist ganz schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Ich glaube, was wir alle im Moment sehen, und zwar jeder vom Konsumenten über jeden, der irgendwie involviert ist in textilen Lieferketten, ist, dass dieses Konstrukt, was wir erbaut haben über die letzten Jahrzehnte, völlig ungesund ist und inakzeptabel ist. Und ich meine, die Nachhaltigkeitsbewegung fragt ja schon lange nach Änderungen, vor allem im Sozialsystem mit Umweltauflagen. Wir haben den Klimawandel sozusagen im Nacken und wir wissen, dass ein Systemwandel wichtig und richtig und nötig ist. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn es um Existenzen geht, um existenzielle Nöte, darum, um Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, welche Möglichkeit haben wir? Weil so ein Systemwandel natürlich auch einiges an Zeit braucht. Wäre das ein Konstrukt gewesen, was organisch gewachsen wäre, wenn wir jetzt organisch in eine Kreislaufwirtschaft wachsen, dann wäre diese Umstellung langsam passiert. Dann wären natürlich, das wäre einhergegangen mit Arbeitsplatzverlusten oder auch Verlagerung von Arbeitsplatzkapazitäten. Und das wäre aber in Ordnung gewesen, weil es natürlich ein schrittweiser Wandel gewesen wäre. Und wenn wir gucken zum Beispiel in die Elektronikindustrie vor einigen Jahren, da gab es noch keine internetfähigen Geräte oder Mobilfunk, was heute ein Industriezweig ist, der Millionen von Menschen beschäftigt. Ja, also diese Verlagerung von Arbeitskräften von einer Industrie in die andere ist etwas Normales quasi. Und das ist auch okay, wenn
in unserer Industrie Stellen abgebaut werden, verlagert werden in andere. Aber was wir jetzt gerade sehen, ist ja ein komplett radikaler Schnitt, der uns zwar ermöglicht, einen Neuanfang zu starten, gesünder und uns anders aufzustellen. Und das ist genau, wonach wir gefragt haben. Nur er kommt leider zu einem so hohen Preis, dass die Frage ist, können wir das annehmen, können wir das tun? Denn wir wissen ja, dass es leider viel, viel Leid mit sich bringen wird. Also es ist im Prinzip eine erfreuliche Sache, dass dieser starke Cut gekommen ist unserer Industrie, der diese Möglichkeit mit sich bringt, diesen Wandel endlich großflächig und skalierbar umzusetzen. Die Frage ist, der Preis wirklich umzusetzen, ja. Genau, die einfach diese ganzen Umstände, mit denen er kommt, die sind jetzt sehr fragwürdig und ja. Marina, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und alles Gute nach Indonesien. Danke, Grüße.